und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein 1 vs 1 zwischen der Königin Kiara und dem Wolf. Ich weiß, Königin Kiara ist eigentlich schwarz, aber der Wolf ist, ne, der ist einfach schon immer schwarz gewesen, also von der Farbe her. Und deswegen ist er jetzt auch heute der schwarze Charakter, von der Farbe her. Okay. Und die Königin Kiara ist rot. Ich hab's probiert, die rote Farbe steht ihr eigentlich auch ganz gut. Nice. Und somit denke ich, es ist schon relativ in Ordnung. Und ich sehe zum ersten Mal, warum ich das zum ersten Mal sehe, ich habe keine Ahnung, dass die Map Silence, meine eigentliche Lieblingsmap für 1 vs 1 Kämpfe, vom Nevikov erstellt wurde. Das habe ich noch nie gesehen hier, dass es da steht. Naja gut, ich bin halt auch ein kleiner Blindfisch und ja, dann würde ich sagen, ich schnack jetzt nicht so lange rum. Denn der Kampf geht, denke ich, ganz schön lange. Vermute ich mal, ich weiß es jetzt noch nicht. Und deswegen starten wir rein mit 4000 Gold auf Silence und bis gleich. So, und wir starten auch hier rein in die ganze Schose. Ich hoffe, das passt jetzt alles so, denn ich habe die Kiara nach dem letzten Video, nach dem letzten Vorstellungsvideo, wo die gegen den König Ludwig und die Ratte gekämpft hatte, nochmal ein wenig angepasst, vielleicht auch schon ein bisschen gebalanced oder versucht ein bisschen zu balancen, denn sie hat jetzt weniger Eisenminen, statt 13 hat sie nur noch 7 und auch nicht mehr 5 Steinbrüche, sondern 4 Steinbrüche. Weil die Wirtschaft drumherum mit der Brotproduktion der Dreifachen, mit der heftigen Waffenproduktion und dem ganzen anderen Bums, der hohen Einwohner, also na, Siedler, Häuserzahl, Mensch, kann sie ja auch dann relativ viel Steuern nehmen. Und dass da nicht ganz so viel, ja, Gold rein scheppert, weil man hat es ja schon im letzten Kampf gesehen, wenn die einmal unbedrängt ist oder nicht bedrängt wird, dann ist die schon ein ganz schönes Fass, was die Wirtschaft und das Gold ansammeln angeht. Ist vielleicht noch nicht komplett gebalanced quasi, aber ja, schon mal, denke ich, hoffentlich ein guter Schritt dahin. Sie hat jetzt auch insgesamt ein Haus weniger, dadurch sie ja weniger Arbeiter braucht, um ihre Gebäude halt zu setzen. Zumindest hoffe ich das. Nicht, dass sie dann hier dasteht und sie bildet keine Truppen mehr aus. Ich habe auch die Feuerwerfer hier im Innenring um den Bergfried drumherum weggenommen, weil mir das dann doch ein wenig zu stark war, wenn die dann nochmal hier Feuerverteidigung hatte. Ich habe die jetzt hier an die Front gesetzt, ich glaube auf den Turm und auf den Turm hier. Und aus 3 Feuerwerferpositionen habe ich jetzt nur noch 2 gemacht. Ja, ich meine, die hat hier noch Pechgraben in dem Mittelding hier zwischen dem großen Torhaus und dem Durchgang. Ich denke, das reicht. Na? Und wenn es nicht reicht, wenn jetzt hier der Wolf hier einfach durchhasselt mit seinen Pionieren, dann, ja, weiß ich auch nicht. Genau. So, dann haben ja viele gefordert, oder viele haben sich gewünscht, nicht gefordert, dass ich ihr mehr arabische Truppen gebe. Somit hat sie jetzt statt 6 Raid-Pikiniere, 6 Raid-Assassinen. Sie hat jetzt auch in ihrer Hauptarmee Assassinen mit drinnen, bildet also auch mit Assassinen aus, die dann hochskalieren. Sie hat zwar trotzdem noch die Attack Unit 2 eingestellt mit 120 Assassinen, aber ja, ich denke, das passt dann einfach so, ne? Wenn dann einfach so mehr Assassinen rumhasseln, ist er auch eigentlich mehr die arabische KI, sage ich jetzt mal. Jetzt weiß ich bloß noch nicht,
ob ich ihr den arabischen Lord geben soll. Ich denke aber mal schon. Na, hab's jetzt mal noch nicht gemacht, weil ich mir immer noch nicht so sicher bin. Aber ich denke, oder in meinem tiefen Inneren, in meinem tiefen Inneren passt einfach der arabische Lord dann besser zu ihr, wenn sie dann einfach auch die arabischen Truppen vermehrt ausbildet. Sie hat jetzt auch, was war denn das? Okay, einfach so eine Pestwolke in dem Turm drinne, war hier so ein Katapult, so ein Störkatapult, ich weiß es gerade gar nicht. Wolf hat schon relativ viele Truppen und Kiara kommt trotzdem eher raus. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, man sieht, denke ich, auch hier an der Angriffsarmee, sie hat jetzt auch arabische Bogenschützen, natürlich am Anfang, ne? Sehr spärlich besetzt, aber gut, so ist es nun mal am Anfang. Und ja, ich habe hier jetzt die Backup- oder die Patrol-Armbrustschützen in die Backup gesetzt quasi, dass die 15... Backup-Armbrustschützen jetzt als 15 Petrol-Armbrustschützen in der Backup-Armee drin sind, sage ich es einfach mal. Und aus den 15 habe ich auch nur noch 10 gemacht, damit auch nicht so viele europäische Truppen im Angriff mit rum hantieren. Können ja mal ein bisschen höher gehen, am Anfang passiert ja jetzt relativ wenig. Und dafür habe ich ihr 100 arabische Bogenschützen maximal in die Patrol-Armee reingemacht, reingegeben, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, sodass die auch einfach so ein bisschen Fernkampfunterstützung hat, mehr arabische Truppen ausbildet und einfach so ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr von den europäischen Truppen wegkommt. Ist, denke ich, schon ganz in Ordnung, dass man da, oder dass ich ihr da so viel dann arabische Bogenschützen gegeben habe. Denn ich finde einfach, so eine KI macht's auch ganz gut aus, wenn die ja noch ein bisschen mehr auf Fernkampf geht und nicht so auf Nahkampf, weil Zafar geht ja schon relativ stark auf Nahkampf. Er bildet ja fast nur arabische Schwertkämpfer aus und deswegen ist es auch ein guter Kontrast zu den anderen KIs, die ich gemacht habe oder erstellt habe. Ja, hier Feuerballisten-Battle und hier wieder Feldschlacht von den beiden. Naja, gut. Die Kiara kriegt vor allem die beiden Verteidigungsanlagen immer ganz gut weg im Schossen. Mal gucken, wie viel Gold sie hat. Okay. Ja gut, okay. Das ist dann trotzdem immer noch ein bisschen zu viel. Naja gut. Langsam nährt sich das Eichhörnchen, sage ich immer, ne? Also wer sie da mal in einem Doppelkampf oder so, in einem Teamkampf killen sollte, kriegt ein übelstes Goldpuffer von ihr. Ja, die Wirtschaft. Na, ich habe es in dem letzten Video schon sehr oft gesagt, dass die schon sehr, sehr stark ist. Ich habe ihr jetzt auch, ach so, ja genau, ich habe ihr jetzt auch in den Death-Units hier, die man halt einstellen kann, mehr Armbrustschützen gegeben. Deswegen sieht man jetzt auch hier vermehrt Armbrustschützen im vorderen Bereich und im hinteren Bereich fast nichts. Damit sie einfach mehr Armbrustschützen ausbildet und nicht so auf die Feuerwerfer geht. Sie hat jetzt trotzdem hier 3, 4 draufstehen. Und hier hat sie nochmal 2, 3 draufstehen. Ja, naja, gut. Sie hat ja insgesamt 100 Verteidiger. Deswegen, na, damit einfach nicht so viele Feuerwerfer drumherum stehen, sondern mehr halt so Fernkämpfer, die auf die, ja, auf die angreifenden Truppen halt drauf gehen. Wir gehen ja mal hoch mit der Geschwindigkeit. Guckt bitte nicht auf das Gold. Wolf hat immer noch mehr
oder hat mehr Truppen als die Chiara. Gut, er hat ja auch einen etwas höheren negativen Angstfaktor als sie. Aber ich glaube, mit noch höheren Angstfaktor läuft die Chiara einfach noch mehr mit Gold voll. Der Kornspeicher geht auch ganz gut. Also wenn sie nicht geradet wird, dann kann sie auch ganz gut ihr Sachen produzieren. Ja, Assassinen, die Assassinen hier, die Attack Unit 2 Assassinen sind natürlich immer sehr schnell weggeschossen. Und ja, ihr fehlt halt einfach so ein bisschen an Nahkampfpower, was der Wolf hier besser macht, weil er natürlich die europäischen Schwertkämpfer hat und somit... Ach, das ist von dem... Ach so, von diesem... Ich weiß gar nicht, wie es heißt jetzt so genau, aber von diesem negativen Angstfaktor-Gebäude, diese Pestwolke da. Und ich dachte, da hat so ein Störkatapult reingebolzt mit so einer Kuh. Aber nee, kommt von dem Gerät da, von dem Gebäude, wie man es auch nennen möchte. Na, gut. So, genau, also ich denke, ich werde hier noch ein bisschen runtergehen. Ich werde wahrscheinlich die dann auch nochmal anpassen, um die Wirtschaft im Allgemeinen noch ein bisschen runterzudrehen. Vielleicht hier noch doch ein paar Bäckereien weg, vielleicht hier im Inneren und im Äußeren. Somit könnte ich dann auch noch das ein oder andere Haus einsparen. Hier, also die begegnen sich hier jedes Mal auf dem Felde. Der Wolf kriegt hier gar keine Belagerungsgeräte aufgebaut. Und ja, oh, hier, oh. Die... Eine Nachricht von Königin Chiara. Als ob ihr mich so einfach besiegen könntet. Männer, kämpft bis zum Tod. Ja, das ist die Nachricht, wenn sie sich bedroht fühlt. Hab auch das Bild reingemacht, was ich in dem Vorstellungsvideo... Warum sie sich bedroht fühlt, das weiß ich zwar nicht, aber okay. Eigentlich gibt es nichts zu sich... Na? Gibt es nichts... Unterstützen Sie das doch nicht noch. Ach Mensch, ich kann nicht reden, Alter. Das ist schlimm. Gibt es nichts, worum es sich zu bedrohen fühlt? Geiles Deutsch, auf jeden Fall. Geiles Deutsch. Also, ich beneide jeden, der keine deutsche Sprache reden muss. Ja gut, aber Englisch ist noch schlechter. Deswegen bleibe ich lieber bei Deutsch. Aber die Assassinen haben mir das Torhaus aufgemacht. Und dann konnten die Pikiniere einfach hier über die Mauern latschen und dann, ja, zum Keep, ne? Zum Keep. Naja gut, alles klar. Ich hätte es ja verstanden, wenn der zweite Ring hier aufgemacht wurde, aber der zweite Ring war ja noch zu. Und sie hat ja hier hinten eine Treppe, die ja dann runtergeht und die dann mit dem inneren Ring verbunden ist quasi. Guck mal, vielleicht hat sie ja jetzt weniger Gold. Nö, hat sie nicht. Dadurch sie ja auch unter Druck steht. Und Alter, die ganzen Armbrustschützen hier. Die ganzen notrekrutierten Armbrustschützen in den Patrouillen jetzt draußen. Na? Genau, gut. Alles klar. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich hier an sich noch... Wenn ihr... generell Vorschläge habt, was ich an ihr noch ändern könnt oder kann, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Auch bezüglich auf die Wirtschaft hin, ne? Weil die Wirtschaft ja immer noch sehr, sehr reinhasselt. Ich bin auch am überlegen, ob ich ihr vielleicht gar keine Eisenminen gebe, sondern einfach die Eisenminen so, also komplett weglasse und sie sich das Eisen kaufen muss, um die Pikiniere halt auszubilden, damit da einfach noch ein wenig das Gold halt flöten geht, ne? Vielleicht kann man da auch nochmal was machen, da kann ich auch hier nochmal
um die 14 Bauern einsparen. So, und jetzt kriegt der Wolf hier mal Belagerungsgeräte mit aufgebaut. Vielleicht ein paar. Oder so. Naja, nicht viele. Naja, gut. Also Wolf hat ja schon ordentlich Truppen am Start. Aber Kiara hat halt die Assassinen und davon echt viel. Die haben ja auch so einen panzerbrechenden Bonus quasi gegen die europäischen Truppen. Aber ja, das ist natürlich schon nicht ohne von ihr, die Assassinenmengen quasi. Jetzt kommt hier, nee, ich dachte gerade, Kiara rückt schon wieder aus, aber das sind bloß Sortibogenschützen. Ja, sie hat eigentlich nur einen einzigen arabischen Sortibogenschütze in der AIC eingestellt, aber ja, KIs bilden ja immer mehr davon aus, deswegen, naja gut, soll sie machen, ne? Wenn sie das Gold hat, sie hat ja das Gold, sie kann sich ja das leisten, dass sie die Truppen so verheizt und ja, genau. Ne? So, also guckt wie gesagt nicht auf das Gold. 69.000, ja, alles klar. Udi. So, höchste Geschwindigkeit ist schon drin. Dann müsste bald wieder die Kiara rauskommen und auch der Walfi. Da sind schon echt viele Armbrustschützen, ne? Naja, gut. Naja, gut, alles klar. Ja, also die Truppenanzahlen von beiden KIs sind natürlich nicht ohne. Und deswegen denke ich, irgendwann wird hier... Oh, Belagerungsturm! Oho, oha, aber wurde schon wieder eingerissen. Eieiei, aber der Belagerungsturm, das ist schön, dass der da war und sie ist zum ersten Mal durchgekommen. Aber natürlich, ja, da wurden schon sehr viele Truppen abgeschossen. Jetzt müsste bald auch der Wolf wieder rauskommen. Und dann würde ich das erste Mal in ein Zeitraffer gehen. Ich muss dann auch mal noch was essen, denn ich bin aufgestanden, habe die Programmierung oder die Balance-Änderung vorgenommen und habe dann hier die Aufnahme gestartet. Ich habe also heute noch gar nichts gegessen. Naja, gut. Ja, Wer's kennt, der wird's kennen. Auch ein geiler Spruch. So, hier. Oh, mal ein paar mehr Belagerungsgeräte hier, die schießen. Katapulte und Triebocke. Das Torhaus hier wird nicht angegangen, sondern eher der Turm. Jetzt ist das Torhaus kaputt. Okay. Auf das innere Torhaus wird hier noch nicht... Doch, jetzt ist es kaputt. Okay. Aber gut, die Assassinen, ja, wie ich es schon sagte, sind dann schon sehr vorteilhaft für sie. Kann sie jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben? Ja, sie gibt jetzt ein bisschen Geld aus. Jetzt nehme ich nicht mehr ganz so viel Gold. Das ist ja trotzdem noch viel Gold, aber muss jetzt auch ein bisschen wieder was nachbauen. Somit, ja, genau, hat sie da nicht mehr ganz so viel Spaß am Sparen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier in den ersten Zeitraffer. Obwohl ihr dann die ganze Zeit das Gold seht, wie es hochscheppert. Aber, naja, so ist es halt mal, ne? Gut, dann bis gleich. So, also ich dachte gerade hier, ich kann es durchlaufen lassen, aber hier, das Torhaus ist offen. Oder wurde eingenommen, zumindest von den Assassinen. Und Alter, das sind hier ordentlich Truppen schon, aber Wolf ist natürlich zu Hause. Aber der wirtschaftliche Schaden ist auf jeden Fall da. Und es sind noch relativ viele Pikiniere, aber die Pikiniere machen natürlich nicht mehr allzu viel Schaden. Da fehlt es jetzt einfach an den Assassinen. Also hätten hier noch mehr Assassinen überlebt,
dann hätte das gefährlich sein können, weil die Tanks mit den Pikinieren, so hatte ich das auch eigentlich gedacht, dass die Pikiniere vorlaufen und dahinter oder in den Pikinieren quasi noch die Assassinen mitlaufen quasi. Dass die Pikiniere die Fernkämpfer halt hier wegbaiten und tanken und dann die Assassinen dann den Schaden halt bringen, ne? Gegen so gepanzerte und allgemein so ganz viele Sachen halt. Und ja, aber wie man gesehen hat, waren keine Assassinen mehr da. Ich wäre auch mal gespannt, wie sich hier die Chiara gegen ein 2 versus 1 schlagen würde. Könnte ich dann auch mal probieren oder testen. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, wie sie da zurechtkommt. Wir gehen ja wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Ja, ist klar. Sie hat auch Gold ausgegeben. Natürlich jetzt nicht. Ja, jetzt hat sie wieder viel, weil sie ja gerade angegriffen hat und dadurch Gold angespart hatte. Aber in den Zeitraffer hat man, glaube ich, gesehen, dass sie auf unter 50.000 gefallen ist vom Gold her. Und jetzt kommt der Wolf wieder. Wolf und Chiara hat noch nicht. Aber gut, hat 400 Truppen. Assassinen sind wieder am Start. Und Wolf kriegt diesmal wieder nicht seine Belagerungsgeräte voll aufgebaut. Feuerwerfer hier vereinzelt. Ja, die machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Und Feuer wird hier innen drinnen gezündet. Vordere Torhaus geht wieder auf. Aber die Assassinen sind dann auch einfach zu viel. Und vor allem die Angriffsbogenschützen und Angriffsarmbrustschützen sind hier dann nochmal hoch auf dem Keep. Und obwohl dann die arabischen Bogenschützen nicht ganz so viel Schaden machen, vor allem an den europäischen Schwertkämpfern, sind es doch dann relativ viele und somit ist dann der Schaden dann auch wieder da, weil Masse vor Klasse, ne? Genau, gut. Und in diesem Sinne gehen wir hier in den nächsten Zeitraffer rein. Beziehungsweise lohnt sich das überhaupt? Königin Chiara sollte ja jetzt bald wieder angreifen. Ich warte mal noch, bis sie hier angegriffen hat. Der Wolf hat, ja gut, Wolf hat auch wieder 600 Truppen. Ach ja. Ja. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es ein etwas längerer KI-Kampf wird, weil die beiden ja sich sehr ähneln. Zwar nicht von den Truppen her, aber doch dann von der wirtschaftlichen, nee, nicht wirtschaftlichen Stärke, aber von den Grundprinzipien, sage ich jetzt mal, einfach ähneln die sich schon sehr stark hier. Assassinen machen hier sehr schön das Torhaus auf. Finde ich sehr lobenswert. Jetzt wurde es zwar wieder. Nee, doch, jetzt ist es eingenommen. Jetzt, okay, gut. Und hier ist auch das Tor aufgemacht worden. Und die gehen hier auf die Armbrustschützen, aber kommen jetzt hier sehr, sehr verteilt rein. Die ganzen Assassinen sind schon wieder dead. Ja. Okay. Gut. Na, das ist natürlich dann wieder sehr lang anhaltend. Gut, ich würde jetzt einfach mal den Zeitraffer reinsetzen, so wie ich es immer mache. Na, dass ich einfach so lange das laufen lasse, bis der finale Angriff von denjenigen kommt, der hier als Sieger herausgehen geht. Ja, der als Sieger herausgeht, so. Ha, Leute, es ist hier gerade ein wenig
sehr interessant oder ein wenig sehr durcheinander, weil die Kiara rückt in den Angriff vom Wolf aus, was man nicht allzu so oft sieht hier, beziehungsweise noch gar nicht gesehen hatte. Das dauert hier natürlich ein ganzes Stück, bis die ganzen Truppen sich hier mal gesammelt haben. Und ja, wird dadurch so ein bisschen oder sehr, sehr gut den Angriff vom Wolf ab. Ich dachte eigentlich, sie wird die Blutgräfin machen und dann einfach den Bergfried freiräumen, aber nee, war doch nicht so. Sie hat noch Angriffstruppen über, aber der Wolf hat gar nichts mehr. Wenn jetzt die Kiara gut reinkommt hier. Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Sie hat keine Assassinen mehr so richtig, die klettern können auf die Torhäuser, um die aufzumachen. Eieiei, hier hinten das Torhaus. Oh, das Torhaus ist auf. Jetzt schalten die ganzen Truppen um. Mal gucken, ob es reicht. Ja, ich denke, es reicht. Oder? Ja. Pechkipper verschüttet. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Eine Nachricht von Königin Kiara. Schade, hat man nicht mehr gehört. Okay, ich dachte eigentlich, der Wolf trägt hier die Krone davon, weil er einfach eine doch schon relativ gute Armee hat mit Pikinieren und Schwertkämpfern, aber Kiara hatte hier einfach das bessere Timing dann, direkt nach dem Angriff vom Wolf rausgekommen. Alter, der Wolf hat gerade nur 116 Bevölkerung und Kiara einfach 140. Naja, gut. Ja, okay. 7400 Truppen. Wolf gar nicht mal so weit davon abgeschlagen. Aber ja, na, ich denke, ich werde es mal probieren, dass ich der Kiara alle Eisenminen wegnehme und mal testen. Also ich werde es privat testen, nicht im Video. Und dann euch einfach das Ergebnis zeige, wenn es gut ist oder besser ist. Und wenn es halt nichts wird, die sich komplett dann in den Ruin fährt quasi, dann werde ich ihr vielleicht wieder ein paar geben oder so. Weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall denke ich aber, es ist möglich, dass sie dann gar keine Eisenminen hat, denn sie braucht ja nur das Eisen, um Rüstungen für die Pioniere herzustellen. Und das kann sie ja theoretisch sich auch kaufen. Na? Und ja, vielleicht geht es ja dann besser. Vielleicht kauft sie sich dann auch einfach das ganze Zeug und hat dann nicht mehr ganz so viel Goldpuffer für die Angriffe. Obwohl die Angriffe eigentlich auch ganz gut rauskommen, wenn die so viel Gold hat. Aber man hat sie dann auch am Ende gesehen. Es hat nicht am Gold gefehlt, sondern es war auch einfach das Timing. Sie hat dann trotzdem noch über 70.000 angesammelt. Nicht so viel wie beim letzten Mal. Da hatte sie ja über 150 oder so. Also, es fehlt oder es benötigt noch ein wenig Balancing der guten Frau. Und danach, wenn ich weiß, wie viel Gebäude, wie viel Häuser sie dann hat und na, den ganzen Dromborium drumherum, dann werde ich auch langsam anfangen, für sie Burgen zu bauen. Morgen findet ja dann erstmal der Stream statt. Ich hoffe, ich habe dann alles soweit fertig. Es fehlt nämlich noch ein bisschen was, was ich bis morgen noch machen muss. Aber das werde ich dann morgen im Laufe des Tages vorbereiten, sodass ich dann 17.30 Uhr dann hoffentlich startklar bin. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr dann morgen zahlreich dazukommt. Na, schaut da gerne mal rein, auch wenn ihr, keine Ahnung, nur 5 Minuten bleiben wollt oder so. Das könnt ihr ja alles selber entscheiden. Das Video kommt dann auf jeden Fall, oder der Stream kommt dann
auf jeden Fall als Video noch auf YouTube online. Für die Leute, die dann nochmal, keine Ahnung, die das nochmal zum Frühstück angucken wollen oder um in der Nacht, wenn sie im Bett liegen und nicht schlafen können, können sie sich ja noch ein bisschen KI-Kampf von mir anklotzen, wie ich. Nee, nicht KI-Kampf, ich kämpfe ja selber, ne? Also gut, ja. Gut, ich bin auch eine KI, sehe ich ein. Also gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Wolf verloren hat. So ist es nun mal, irgendjemand verliert immer. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schreibt eure Gedanken, eure Wünsche für die kommenden Videos und KI-Kämpfe unten in die Kommentare. Und ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Woche. Heute ist Montag, leider schon wieder. Für euch zumindest, ich habe morgen dann frei. Und genau, dann vielen Dank und tschüssi.